Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Transim World hier auf diesem Kanal. Wir sind heute mit dem Talent 2 unterwegs. Ich freue mich drauf, die Leipziger S-Bahn, und starten hier gerade in Bitterfeld und fahren nach Dessau. Und von daher würde ich sagen, wir steigen ein, legen los und schauen uns das Ganze mal heute mal aus einer anderen Perspektive an. Das ist übrigens Standard-Content mittlerweile, wenn ihr euch die Konsolenversion gekauft habt, ja, ist dieser schöne, extravagante, absolut hübscheste Zug schon enthalten. Ich fahre ihn so gerne in den Train-Simulator, ja, und freue mich natürlich, dass der hier auch schon den Weg in Train-Sim World gefunden hat, ja. So, wir sollen jetzt erstmal auf unserem Fahrerplatz jetzt hier uns bewegen. Zum Beispiel, wie gesagt, hier, wenn wir uns jetzt raufdrücken, und dann sollte es eigentlich mal funktionieren, aber scheinbar nicht. Wir müssen erstmal alles vorbereiten. Ich wollte eigentlich nur mal hier schnell einsteigen. Verdammt. So, steigen wir mal die Stufen hinauf hier, schließen hier die Tür, und wie gesagt, ja, wir können uns hier halt frei bewegen. Ja, das ist halt so klasse. Das ist so zum Beispiel das, was in Train Simulator halt nicht möglich ist, halt, ne? Dass wir uns hier frei bewegen können, hier auf dem Bahnhof, können uns das Ganze hier anschauen. Und können, wie gesagt, hier sogar als Fahrgast hier mitfahren, wenn wir das möchten. Ja? Also bei, ich glaube, wenn ihr euch einen freien Fahrplan auswählt oder sowas, könnt ihr euch dann in einen KI-Zug setzen und einfach mitfahren. Das ist so klasse. Es gibt auch eine Aufgabe, wo ihr das sogar machen müsst. So, entriegeln Sie die Tür auf der linken Seite. Genau, das war ja gerade ja nicht möglich gewesen, deswegen konnten wir ja nicht einsteigen. Und bin mal gespannt. Wir haben es heute ein bisschen bewölkt, wie wir hier schön sehen können. Ne? Es bewegt sich auch alles. Also das ist schon klasse. Ja, Transim World mag ich schon sehr gerne. Wie gesagt, schon alleine dieses halt sich bewegen halt auf der Karte, das finde ich schon. Es gibt halt irgendwo eine Begrenzung, dass du halt nicht mehr weiter rauslaufen kannst. Also kannst du jetzt hier zum Beispiel wahrscheinlich nicht mehr da hinten jetzt so zu den Häusern da laufen, da, ne, weil irgendwann hast du da so eine unsichtbare Wand, dass du einfach gegenläufst und dann passiert halt nichts mehr. Also so ganz Open World ist es nicht, aber du kannst dich halt so auf die ganzen Bahnhöfe so bewegen und kannst da rumlaufen. Wie gesagt, kannst du hier schauen, ob du hier irgendwelches Zeug findest, was man hier eventuell sammeln muss oder sowas. Die sind hier meistens immer irgendwo versteckt hier. Meistens immer immer so kleinere Sachen. Mal schauen, ob wir jetzt hier was finden. Zufällig, aber wahrscheinlich wird das nicht sein. Mal gucken, was haben wir hier? Na, das. Können wir hier irgendwas machen? Nein. Und hier können wir wahrscheinlich auch nichts machen. Ja, dann ist hier gerade wahrscheinlich gerade nichts zu tun in Bitterfeld. Aber manchmal, wie gesagt, dann findest du halt immer so kleine Gimmicks, ja, die man dann halt zum Beispiel machen muss. So, lauf jetzt mal hier schnell durch, weil wir sind schon echt spät dran hier. So, wir verriegeln die linken Türen. Und müssen jetzt erstmal vorwärts fahren, Bremse lösen und los geht's. Tür schließt sich automatisch. So, 60. So, dann können wir Sandstreuer. Heller Lichtstrahl. Ah, dürfen wir auch gleich wieder runterbremsen. Dann kommt er schon wieder 60. In 2,1 Kilometer sollen wir in Rippin ankommen. So, schön. Ja, die ganze Aufgabe wird jetzt so irgendwie was mit einer halben Stunde dauern, also
Dann haben wir jetzt, ich habe jetzt auch Gott sei Dank nicht allzu lange jetzt gequatscht jetzt am Anfang, sodass wir ja gleich schon on Tour sind, müssen jetzt nichts groß vorbereiten, starten oder sowas. Also sollte das passen. So, jetzt müssen wir rechts entriegeln und die Fahrgäste einsteigen lassen. Ja, das ist es, das ist es. Ah, schön, 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 schön. Ja. Weiß nicht, warum ich auf solche Simulatoren stehe. Ich meine, ich habe ja nun jetzt eine ganze Zeit lang jetzt auf Microhazard TV ja viel gespielt, gerade was so im Bereich so Simulation angeht, so Landwirtschaftssimulator und sowas. Du entwickelst ja irgendwann so deine Vorlieben für diese ganzen Simulatoren und alles, was ich meine. Ich habe den Landwirtschaftssimulator gute 3, 4 Jahre am Stück halt wirklich gespielt. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ist so jetzt die Luft so ein bisschen raus, ja, dass ich so sage, so, boah, weißt du, jetzt mal wieder schön eine Runde Landwirtschaftssimulator oder sowas. Nee, das ist jetzt gerade so absolutes No-Go, wo ich jetzt gerade richtig mega wenig Bock habe. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, weil diese Entwicklungsstufen halt von Landwirtschaftssimulator zu Landwirtschaftssimulator sich doch relativ gering halten, ja, also was so diesen Fortschritt angeht. Ich meine, klar, jetzt kann man halt sich jetzt so seinen Bauernhof selbst jetzt bauen oder sowas, aber das war irgendwie, zum Beispiel bei Farmers Dynasties war es halt ein bisschen was anderes gewesen, weil du ja halt wirklich so Stück für Stück dann halt selber deine Bruchbude praktisch auf Vordermann gebracht hast. Also da so ein Mix irgendwie, das wäre halt was Tolles Neues gewesen, weißt du, wo ich so sage, so ja, das ja, das ja, aber ist nicht. So. Und ja, von daher ist dann bei mir so ein bisschen so, ich sag mal, die Luft so ein bisschen raus, ja, so aus dem Landwirtschaftssimulator, Euro Truck Simulator. Nichts gegen den Euro Truck Simulator, ich mach das auch sehr gerne, es macht Spaß, da halt, da gerade Multiplayer-Modus da im Konvoi da rumzucruisen, ja, und die Fracht von A nach B praktisch zu transportieren. Aber auch da ist irgendwie so, du holst den Hänger ab, stellst den Hänger irgendwo anders ab, fertig, ja. Da wäre jetzt zum Beispiel noch so ein Auslademechanismus, wäre noch ziemlich cool, ja, dass man da irgendwie, aber auch das ist sind halt, naja, ist nicht vorhanden. Und ja, auch da, wie gesagt, dann schleicht sich dann halt so eine leichte. Aber Omsi, Lotus, Train-Simulator, das sind immer so Dinge, die kann man immer wieder mal spielen. Och, heute hast du Lust auf die Strecke, heute hast du mal Lust auf den, oder heute willst du mal das fahren, oder hier, oder so. Ne, also da merkt man dann halt schon. Da bin ich deutlich länger dran, als wie gesagt, jetzt den Simulatoren, die ich jetzt gerade so ein bisschen benannt habe. Ja, also, das ist schon so. Merkt man halt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Ja, habt ihr da zum Beispiel irgendwo so Sachen, wo ihr sagt, ja, das geht immer oder das geht eher nicht so? Denn könnt ihr das ja gerne mal so in die Kommentare schreiben, würde mich mal interessieren. Zum Beispiel habe ich auch sehr gerne mein Summercar gespielt. Das war auch ziemlich genial gewesen, das Ding, ja. Das hat auch schon mega viel Spaß gemacht. Ja, aber das ist dann halt so. Dann hast du irgendwann deine Karre fertig. Und dann ist die Luft eigentlich raus davon, ja. Weil du dann eigentlich schon fast alles gesehen hast. So, rechts entriegeln, schön. Und die Fahrgäste wieder einsteigen lassen. In Wolfen. Ja, also da ist dann halt so bei mir immer so ein bisschen, was ich denn sehr gerne. Also wie gesagt, auch Lotus oder so, ich verfolge ja alles, was so rings um Lotus geht. Das macht mir mega viel Spaß und das wird auch weiterhin wahrscheinlich so andauern. Diese ganze Entwicklungsstufen halt mitzuerleben, ist großartig, dass ich das Ganze halt auch so jetzt in dem Videoformat, jetzt in den Let's Plays halt praktisch jetzt auch damit festhalte, dokumentiere halt, ja, wie sah Lotus zum Beispiel am Anfang aus und ist es dein Ernst jetzt müssen wir bis 23:30 warten? Eieieiei. Können wir uns ja halt auch wirklich mal hier frei bewegen hier.
Vielleicht finden wir ja hier so ein, jetzt mal sowas, was ich hier meinte. Seht ihr, ne? Das ist das, was ich sagte, ne? Wir können uns hier einfach hier so frei bewegen und das sind wir hier auf dem anderen Gleis. Also das ist geil. Ja, hier ist jetzt nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Haben die hier sowas auf der Karte gar nicht verbaut? Das würde mich jetzt ein bisschen wundern tatsächlich. So, hier kann man natürlich nicht mehr rauslaufen, ne? Das ist dann halt schon zu weit dann vom Bahnhof denn entfernt. Aber dieses hier rumgerenne, das finde ich schon klasse. Jetzt weiß ich, warum die Aufgabe eine halbe Stunde dauert. Weil wir halt relativ lange immer warten müssen. Ist das hier sowas hier? Ja, sowas könnte zum Beispiel sein, ne? Dass er hier zum Beispiel Sand nachfüllen muss oder sowas. Ich finde jetzt halt nichts schade. Müssen uns jetzt leider aber langsam nach vorne bewegen. Ich meine, gut, ob wir jetzt noch am nächsten Bahnhof jetzt wieder eine halbe Stunde warten oder. So, rechts verriegeln. Hundertzwanzig, alles klar. So, Max-Leistung haben wir schon. 2,2 Kilometer, yes, nütz. Also so einer weiten Strecken, glaube ich, ist Berlin eigentlich fast unüblich schon. Ja, dann sind wir auch schon wieder hier angekommen. Weiß gar nicht, die PlayStation und so, die müssten ja sogar an 4K laufen, oder? Also so einem hochgerenderten, hochgerechneten 4K wahrscheinlich. So, rechts entriegeln. So, stehen wir hier mit unserem hübschen Talent. Ja, der ist so hübsch. Ja, wie gesagt, jetzt müsste man hier auch mal gucken, ne, ob man jetzt hier irgendwie was findet. Ich hätte irgendwie schwören können, dass irgendwas mit den Mülleimern war, aber naja. 26:30, dann können wir hier schon mal rechts verriegeln. So, wenn du jetzt noch fahren würdest, wäre das großartig. Ich finde auch diese ganzen Modelle, wie hübsch das ist. Ich meine, ich bin ja nun jetzt mittlerweile auch so ein bisschen mit Blender beschäftigt oder sowas. Aber das ist so löbliche Arbeit. Wirklich.
Ragun. Der Ort namens Ragun. Ja. Ach, das ist schön. Vor allem, das ist wenigstens auch eine Simulation, weißt du, da machst du alles, funktioniert. Na, das kann man ja von Omsi ja leider immer so nicht, ja, sagen. Ne? Das hat ja auch immer so seine Vor- und seine Nachteile. Wir hatten ja nun einen Livestream jetzt gehabt. Ich meine, es war jetzt nicht ganz optimal gewesen, aber auch da weiß ich dann, okay, wir müssen irgendwie nächstes Mal darauf achten, dass wir die Leitsteinfahrten entweder auf Strecken machen, die jetzt wirklich jeder hat oder wo es hundertprozentig funktioniert. Die letzte Fahrt war ja nun in Eberlinsee Schönau. An sich schöne Karte, ja, zum Solo-Spielen wahrscheinlich oder zum Mal-Spielen absolut in Ordnung. Aber dieses Fahrzeuge spawnen, dieses Geruckel und teilweise, das ist ja vielleicht manchmal auch ein bisschen systemabhängig. Man weiß ja immer nicht, was der Computer immer so im Hintergrund noch so macht und alles sowas. Ne? Ich gebe dir auch Tools, ja, dass man ja zum Beispiel alle Software im Hintergrund dann abschalten kann. Macht bei mir relativ wenig Sinn, weil ich muss OBS halt laufen lassen, wenn ich zum Beispiel aufnehme, streame oder sonst irgendwas. Sonst wäre mir das egal, sonst würde ich ja einfach alles deaktivieren. Ich keine Probleme mit. Aber halt OBS muss laufen. Und diese Programme sind halt da drauf, ja, gemacht, dass halt wirklich alles im Hintergrund halt deaktiviert wird. Und das ist natürlich, wenn du halt aufnehmen willst, äußerst schlecht, ne? Das versteht man irgendwie. Und ja, das ist dann. Von daher kann ich dieses Tool halt praktisch jetzt nicht benutzen. Ich habe das auch hier, ich habe das schon getestet. Aber wie gesagt, halt dieses Problem, ja. Und das ist natürlich absoluter Bockmist, denn wenn das halt nicht funktioniert, denn. Und naja, auf jeden Fall war dann der Stream dann halt. Es war die kürzeste Leitsteinfahrt, die wir hatten. Ja, also schon schade, weil das halt schon immer so ein Punkt ist, der halt schon mega Spaß macht, dann halt da mit euch da zusammen da rumzucruisen. Rechts entriegeln. Ist ein relativ kleiner Bahnhof hier. Schauen, ob wir hier irgendwie was finden. Nö. Ich kann hier nichts machen. Aber es ist hübsch, hübsch, hübsch. Nee, sieht der hier, hier kommt man gar nicht runter. Ah. Ah, hier. Ja, okay, dann das hier. Das hier ist hier zum Beispiel sowas, ne? S-Bahn Mitteldeutschland S2. Ja, wo wir dann zum Beispiel, die müssen wir zum Beispiel alle absuchen, ne? Bis 17:30 Da reicht es einfach nur, wenn ihr dran vorbeilauft. Ja, und das sind halt so diese kleinen Nebensachen, die man hier zum Beispiel noch erfüllen kann in Transim World. Ja. So, rechts verriegeln. Ding. So, nächster Halt ist Marke. In 3,6 Kilometern. Ja, wir werden das dann so machen, dachte ich mir, dass wir uns zumindest alle deutsche Strecken hier angucken werden in Transim World, wenn das irgendwann mal abgeschlossen ist. Dann werden wir bestimmt wieder entweder neue nachkommen oder sowas. Die sind relativ schnell fix hinterher, was so neue DLCs angeht. Ich glaube, fast alle 2 Monate mittlerweile kommt immer irgendwas, wenn es eine neue Strecke ist oder ein neuer Zug, ja. Sind die eigentlich da relativ fix hinterher. Dass wir uns dann zumindest diese ganzen deutschen Sachen auf jeden Fall uns anschauen werden, ne? Ob jetzt Fernbahn, S-Bahn oder sowas in der Regel. Wenn wir gucken, dass wir die ganzen Aufgaben zumindest hier abschließen, dann halber auch alles am Stück, ja, nichts gestückelt. Ich hasse es, wenn dann irgendwie sowas gestückelt wird. Deswegen meine Videos manchmal auch relativ lang sind, teilweise, ne? Weil ich will halt einfach nicht stückeln, ich mag das nicht, selbst wenn ich da irgendwas gucke. Und von daher lasse ich das ganz gerne dann so in einem Video und dann sind sie manchmal dann halt über eine halbe Stunde lang oder sowas, wenn nicht sogar deutlich länger, ne? Aber da wissen wir auf jeden Fall, das haben wir abgeschlossen. Die Folge ist zu Ende. Die Aufgabe, das war es dann gewesen. Und
Ja, dann ist das so. Das war ja zum Beispiel ist ja auch alles ganz anders, als was ich ja damals auf Microhazard TV gemacht habe. Ja, da habe ich ja zum Beispiel die Aufgaben so gestückelt. Da war es ja halt wirklich gewesen, ne? Schnell, schnell, schnell. Ne? Man musste viele, viele Folgen aufnehmen, viele Folgen veröffentlichen. Ne? Jetzt mittlerweile bin ich ja so, dass ich jetzt sage, so mein Kanal, meine Regeln, es gibt ein Video pro Tag, maximal zwei, ja? Also in der Höchstform denn. Wenn es natürlich zeitlich passt, ne? Wenn es natürlich zeitlich nicht passt, dann schaffe ich nur eins, aber dann dafür halt in der vollen Länge und wir können uns die ganze Aufgabe halt komplett anschauen. Und dementsprechend haben wir halt die Ruhe weg, die Zeit halt weg, denn, ne? Na, jetzt zum Beispiel in der letzten Woche war es auf der Arbeit so kompliziert gewesen, dass. Und ja, ich habe was vergessen. Jetzt hätte ich mal bremsen sollen. Das wäre halt schon ein Vorteil gewesen. Da geht's in die Notbremsung und wir schießen direkt vorbei. Spektakulär. Ja, Trinken wir mal rechts. Ja, also die hinteren Leute, die können einsteigen, aber wir stehen hier mitten drauf. Ja, es ist Glück gelaufen. Naja, wenn man halt wieder so in diesem Redefleisch ist. Kennst du wahrscheinlich selber, ne? Bist du manchmal echt abgelenkt. Eieieiei. Schande über mein Haupt, wirklich. So weit, dass wir da vorbeigeschossen sind. Und dann dürfen wir bestimmt auch noch warten, weil wir wahrscheinlich wieder zu früh wieder in den Bahnhof eingefahren sind. Ja. 17:34, ja. Na, warte mal, dann können wir ja nochmal schnell schauen. Machen wir mal schnell nach hinten. Schauen wir mal, ob wir hier noch so ein Schild hier bekommen. Na, hier ist was nicht, okay. Da ist das Schild, da. Haha. Ah, okay, es ist gar keine da. Du musst wirklich ranlaufen und dann sitzt du erst dran, ne? Ja. Wenn er das Ganze natürlich dann zum Beispiel gemacht hat, dann bekommt er dann, was ich, irgendeine Errungenschaft oder sowas. So. So, nächster Halt, Dessau Süd. 17:39 ist Ankunft in 7 Kilometer. Ist auch so schön funkelt und alles aus. Schade finde ich es wirklich, dass ich das Ganze nur in 1080p aufnehme. Ja, nicht in 4K. 4K wäre schon schön. 4K sieht super aus. Ich habe das ja schon selbst gespielt jetzt in 4K. Man muss wirklich sagen, wie schön ordentlich, wie schön sauber das Ganze aussieht. Ja, das ist schon. 4K ist eine geile Sache, ist aber super teuer, das Ganze. Weil du brauchst ja auch das System dafür, dass das Ganze funktioniert. Und mein System an sich packt das. Ja. Aber ich müsste mir jetzt einen zweiten Rechner hinstellen hier, damit ich das Ganze halt aufnehmen kann, ja, in 4K. Das ist natürlich dann schon wieder eine andere Kunst. Also spielen in 4K und aufnehmen in 4K, das packt er dann nun doch nicht. Und wie gesagt, also müsste ich wahrscheinlich wie andere große YouTuber denn mit zwei Rechnern arbeiten und ganz ehrlich, dafür bin ich ein ganz, ganz, ganz kleines Licht da, ja, dass ich da sagen kann, ich brauche jetzt unbedingt einen zweiten Rechner oder sowas, ja. Zumal, was frisst das an Strom? Hallo? Das ist ja der Wahnsinn. Aber ich denke mal, wir haben schon den Standard, wenn wir da hier 1080p und 60 FPS zumindest erreichen. Ich denke mal, das geht da vollkommen in Ordnung. Wenn wir zumindest das hier beherrschen, das Ganze hier aufnehmen. Ja, ja, ja. Fahrzeugbau würde mich ja auch noch interessieren, so ein Blender, aber das ist halt die Thematik, die. Oh, die wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile andauern. Wie gesagt, wenn ich mir das Ganze hier so anschaue, teilweise ist es ja mittlerweile so, dass ich jetzt geblendet bin, ja, dass ich jetzt halt die ganzen Objekte sehe und mir so denke, so, boah, wie schwer muss das halt zu modellieren sein und alles sowas, ja. Geschweige zu texturieren, ja. Ich weiß auch, dass viele zum Beispiel sich wünschen, dass ich hier
neues Blender-Tutorial mache, weil ich mein altes jetzt entfernt habe. Weil es halt wirklich noch Anfänger war. Ich selbst war halt wirklich Anfänger gewesen. Selbst mich noch nicht so hundertprozentig mit der Thematik jetzt auseinandergesetzt. Jetzt mittlerweile klappt's. Ersten Sachen halt für Lotus veröffentlicht. Ja. Zum Beispiel, man könnte jetzt auch für OMSI nehmen. Und sie sehen tatsächlich auch für meinen Verhältnissen doch relativ gut aus. Ja, dass ich jetzt so sagen will, okay, ja, das ist so Content, den könnte man tatsächlich auf der Karte verbauen. Und ja, da ist dann halt so, dass ich mir so denke, so ein Fahrzeugbau wäre natürlich schon geil, aber ich bin halt echt weit noch von sowas entfernt. Und dann bringt es halt in der Richtung halt auch nichts, da irgendwie so zwecks so Tutorial-mäßig zu machen. Ja, also finde ich halt persönlich. Klar, wie gesagt, die meisten Objekte, die jetzt hier zum Beispiel, die wir hier sehen, ja, die könnte ich jetzt selbst natürlich jetzt auch modellieren, ja, dass ich das jetzt hier, also diese Streckenobjekte, ja, das ist natürlich jetzt nicht mehr so die Kunst, ja. Es hat immer so diese Feinarbeit halt, ja, die sich halt viele wünschen, aber da muss auch der Simulator dementsprechend halt standhalten. Ich glaube noch nicht, dass Lotus da so weit ranragt. Also hier zum Beispiel in Trainsim wird, die haben das irgendwie geschafft, diese Balance zu finden zwischen richtig hübschen Objekten und die Performance. Und das muss jetzt Lotus erstmal erreichen, dass das so hinhaut, ja. So die Objekte, Performance, dass das also wirklich hübsch aussieht. Wenn ich mir das Ganze hier so anschaue, die ganzen Oberleitungen und alles was, ja, diese Oberleitungsmasten, die sehen schon richtig hübsch aus. Ja, wenn ich mir jetzt das Gebäude jetzt hier links jetzt anschaue, ne, dann sieht man da halt schon, ne, also das ist halt schon nicht mehr allzu hübsch anzusehen. Aber so diese Streckenobjekte halt so, die wirklich jetzt neben der Strecke so direkt sind, ja, das ist schon sehr hübsch. So, rechts entriegelt Dessau Süd. Ja, also wie gesagt, hier so, ne, also das Gebäude jetzt hier, das ist natürlich schnell gemacht, ja, zumal es auch zwei Gebäude sind, also ist jetzt in der Richtung jetzt nichts Dramatisches hier, ja. Also, das ist ein Objekt, wo ich wirklich sagen könnte, das mache ich euch in 5 Minuten fertig hier. Das hier ist echt hübsch geworden hier, Dessau Süd. Also das kann ich schon sehen lassen. Oh, wir müssen schon weiter. Ich wollte jetzt gerade das Schild mir besorgen. Aber keine Zeit mehr dafür. Was ist denn los? So, jetzt überfahren wir voll die Menschen. Tja, wenn man über die Schranke läuft. Ist ja nicht OMSI, ja, die Menschen sind hier nicht fester Bestandteil, da passiert nichts. Ach, ich finde, wie gesagt, ich fand ihn damals, wo der rauskam, halt mit diesem mit dem amerikanischen Setting da, wo du hier diesen Kohletransporter zum Beispiel gefahren bist, also diese Diesel-Loks, ja, das war schon echt, es sah wirklich hübsch aus, es lief toll, obwohl, ich glaube, zum Release lief das gar nicht so toll. Das lief erst in späteren Updates, wurde es halt immer besser und jetzt siehst du ja kaum ein Ruckeln drin oder sowas, ja, dass du wirklich sagen musst, oh Gott, ja, wie läuft das? Nichts dergleichen, also es ist wirklich fantastisch, es ist wirklich fantastisch und so stelle ich mir dann auch mal Lotus vor. Und ich hoffe, dass die das so umsetzen können, dass das irgendwann mal so läuft hier. Hier hast du auch KI drin, ja, hier hast du Fahrpläne drin, also jetzt muss man gucken, schafft's die Pascal-Engine von Lotus oder ja, hätte man vielleicht dann doch eher auf eine solide Engine zurückgreifen sollen? Ja, das weiß man halt nicht, ja. Das wird sich ja dann rausstellen, wenn es denn soweit ist. Nächster Halt, Dessau-Hauptbahnhof in 2,3 Kilometer. Und ja, von daher 60. Den werden wir mal schon runterbremsen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das nächste Signal jetzt steht hier. Wie gesagt, dafür habe ich es einfach zu wenig gespielt. Und das will ich jetzt halt alles jetzt nachholen. Die ganzen Simulatoren, die ich halt
auf Micro Hazard TV echt nicht geschafft habe, weil es halt wirklich nicht ging, halt so technisch. Also technisch schon, aber es ging halt einfach so zeitlich nicht. Und so, ja, dann hole ich das Ganze jetzt nach und dann jetzt haben wir halt auch genug Zeit, genug Ruhe, um das Ganze jetzt praktisch hier anzugehen. So witzig ist, dass ich hier die Signale jetzt die 60 anzeige, da kommt's. So, jetzt 60. Eigentlich 60, aber warum auch immer, ist das jetzt halt nicht 60. Laut den Signalen meiner Meinung nach hätte jetzt 60 sein müssen. Ich weiß nicht, warum da hinten jetzt erst 60 kommt. Also das ist gerade schon wieder so ein Ding, so der, naja. Oder zum Beispiel auch der Arcella Express. Leute, das ist auch großartig. Ich kenne den Arcella Express ja noch von dem Microsoft Train Simulator damals, fand ich großartig. Hier, siehst du, hätte man nicht mit 120 rüberbrettern können hier. Deswegen ist hier 60. Ja, wie gesagt, also vom Microsoft Train Simulator, das war großartig. Das war wirklich großartig gewesen. So, links entriegeln. Ding, ding, ding. Und die Fahrgäste bitte alles einsteigen gehen. Dankeschön, Dankeschön. So. Ja, es macht schon Spaß. Das macht schon Spaß. Wie gesagt, wir werden uns hier. Aber Spessart ist ja auch jetzt vor kurzem erst erschienen, das werden wir uns auch anschauen. Also wir werden uns jetzt auf jeden Fall viele, viele zukünftig Folgen jetzt von Trainsim World jetzt hier auf dem Kanal jetzt sehen. Zielvorgabe erfüllt. Okay, wir sind durch, Leute. Feierabend für uns heute. Steigen Sie aus dem Zug. Jawohl, Meister. Ja, gut. Denn. Nächstes Mal quatschen wir weiter, würde ich sagen. Also, wenn euch das Ganze gefallen hat, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Und sonst sehen wir uns, wie gesagt, zum nächsten Part Trainsim World wieder hier auf diesem Kanal. Würde mich natürlich freuen, wenn es denn soweit ist. Und verabschiede mich hier. Sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.